Fitness und Marc, Folge 268. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber, direkt aus Hamburg. Ab 15 Grad Außentemperatur wird es ihm langsam zu warm. Marc Maslow. Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein dranbleiben Fitnesscoach von marathonfitness.de. Und für alle, die diese Folge direkt frisch hören, wo sie rauskommt, frohes neues Jahr. Dieses Jahr wird großartig, das verspreche ich dir. Und diese Folge tritt dir so richtig in den Arsch, denn darum geht es heute. Das Motto der Folge ist nämlich: Arsch hoch beginnt im Kopf. Ich habe jemanden zu Gast, der sich nämlich genau mit dem Thema eingehend beschäftigt hat. Er ist studierter Wirtschaftsinformatiker, hat einen Master in Creative Management, hat seine Masterarbeit aber über genau diese psychologischen Prozesse geschrieben, also über Intuitionen, Entscheidungsprozessen, die er im Flow schrieb, also in dem Zustand, wo Zielerreichung wirklich leicht ist. Er ist Sportler, er geht regelmäßig laufen, macht Kampfsport, schreibt derzeit seine Doktorarbeit über Unsicherheit in Entscheidungsprozessen, und wer sich mit Fitness beschäftigt, der kennt wahrscheinlich den Namen Ulrich Strunz, Dr. Strunz. Ja, und mein heutiger Gast heißt genauso Ulrich G. Strunz. Es ist der Sohn von Dr. Strunz und hat den Sport auch für sich entdeckt, spezialisiert sich aber auf die mentale Seite des Trainings und der Veränderung. Und das passt wunderbar zum M der Marc-Formel, denn heute geht es um die Grundlage der körperlichen Veränderung, das Mentaltraining. Er hat ein Buch geschrieben und das heißt Arsch hoch beginnt im Kopf. Ist seit Spätsommer letzten Jahres erhältlich. Und genau das ist das Thema der heutigen Folge, wie du deinen Arsch nicht nur einmal hochbekommst und auch nicht nur zweimal und auch nicht nur zwei oder drei Wochen, sondern ab heute für immer. Wenn das zumindest dein Ziel ist, dieses Jahr so richtig durchzustarten, oder vielleicht bist du auch schon in Gang und setzt dir besondere Fitnessziele, besondere Ziele in deiner Ernährung, dann bekommst du heute ganz konkrete Techniken mit an die Hand, mentale Trainingstechniken, die dir dabei helfen, dein Ziel noch leichter zu erreichen, noch schneller zu erreichen und vor allen Dingen an deinem Ziel dran zu bleiben. Also, viel Spaß mit der heutigen Folge mit Ulrich Strunz. Sponsor der heutigen Folge ist Yasio. Wenn ich dranbleibe, frage, was ihnen beim Abnehmen am meisten geholfen hat, dann nennen viele das Tracken ihrer Ernährung. Das ist eine der einfachsten Möglichkeiten, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Nährstoffe du brauchst, um Fortschritte zu machen und welche Lebensmittel wie viel enthalten. Eine gute App macht dir die Sache leicht, weil du die Lebensmittel einfach auf Knopfdruck zusammenklicken kannst, weil du häufige Sachen in Rezepte zusammenstellen kannst und Favoriten anlegen kannst. Ich verwende dazu Yasio für mein iPhone. Es gibt auch eine wunderbare Android-Version. Die Grundfunktionen sind kostenlos. Und wenn du es ernst meinst, dann empfehle ich dir sogar die Pro-Version, denn die macht dir das Tracken nochmal einfacher. Zum Beispiel durch eine riesige Rezeptdatenbank, automatisches Tracken und besonders cool finde ich das intelligente Hinzufügen von Lebensmitteln. Also das, was du regelmäßig isst, schlägt die App dir dann automatisch vor. Das macht mir die Sache leicht. Lade die App kostenlos auf fmmapp.de und die Pro-Version bekommst du über diese Adresse zum halben Preis. Also geh auf fmmapp.de, fmm wie Fitness mit Marc, app.de. Ja, mein Gast heute ist Ulrich G. Strunz. Moin Moin, Uli. Servus Marc, grüß dich. Uli, wie bist du heute gestartet? Hast du schon meditiert? Ich habe genau um 9.15 Uhr meditiert. Das weiß ich, weil ich um 9.20 Uhr eine E-Mail geschrieben habe an Cornelia. Cornelia hat mir heute Morgen eine E-Mail geschrieben und da ging es ein bisschen um eine News, die ich neulich auf unserer Webseite verfasst habe. Da ging es ein bisschen um das eigene Ego, um Demut, um viele Dinge, und die war richtig tief und die hat mich ein bisschen berührt. Und dann habe ich meinen ganzen
kurzen Moment, 5 Minuten innegehalten und habe über diese E-Mail nachgedacht, weil ich gelernt habe, dass es sich manchmal lohnt, nicht nur zu versuchen, sein Gegenüber zu verstehen, sondern zu versuchen, das Gefühl, das eine Person einem versucht zu vermitteln, zu begreifen. Und das versuche ich dann auch immer im Stillen und würde sagen, das ist Meditation. Das ist spannend. Vielleicht erstmal für alle, die zuhören. Im Prinzip kann man ja sagen, du bloggst auch. Auf strunz.com ist, meine ich, die Domain. Da gibt's ein sehr lesenswertes Blog. Das meinst du wahrscheinlich, ne? Mit den News? Das ist richtig. Also ich habe anonym auf strunz.com als unter den Reiter Gastnews News veröffentlicht. Ich bin jetzt bei News 90 ungefähr und mein Vater veröffentlicht auf strunz.com seit, ich weiß nicht, 2006 fast täglich, mittlerweile täglich, eine News über die Themen Bewegen, Ernähren und Denken. Und da habe ich mich jetzt angegliedert und veröffentliche auch, naja, nicht täglich, aber sagen wir mal wöchentlich eine News, meistens über Denken. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Du hast eben die Mail von Cornelia erwähnt. Magst du uns erzählen, worum es dabei ging? Absolut, absolut. Cornelia hat uns allen, also ich sage jetzt mal der Strunz GmbH, meinem Vater und mir einen Vorwurf gemacht, der absolut berechtigt gewesen ist. Dazu muss man vielleicht wissen, wie mein Vater bekannt geworden ist. Der hatte ja gerade im Jahr 2002, 2003 sehr, sehr viele Seminare gehalten. Da ging es um diese drei Themen, Bewegen, Ernährung und Denken. Und wenn ich als Kind mich an die Seminare erinnere, dann bin ich immer aus den Seminaren mit sau viel Energie rausgegangen. Und das war im Prinzip der Kernaspekt, warum die Leute so begeistert waren von den Seminaren meines Vaters. Sie sind immer mit mehr Energie aus den Seminaren rausgegangen, ja? Also völlig egal, was man jetzt für Ideen mitgenommen hat oder neue Perspektiven, jeder hatte einfach mehr Energie. Und Cornelia hatte meinem Vater einen Vorwurf gemacht, nämlich, dass wir auf strunz.com mittlerweile diesen Gedanken vergessen haben. Wir haben den Gedanken vergessen, dass es am wertvollsten ist, wenn man seinem Mitmenschen mehr Energie gibt. Und auf strunz.com haben wir uns in den letzten Jahren sehr auf Inhalte versteift. Und Cornelia hat mir heute Morgen um 9.15 Uhr so einen Heureka-Effekt mitgegeben, weil ich möchte in die Fußstapfen meines Vaters steigen und die Seminare fortführen. Und für mich war immer das Problem, was ist denn eigentlich der Nutzen, den ich generieren kann? Und jetzt ist für mich völlig klar, die Mammutaufgabe ist es, meinen Zuhörern mehr Energie mitzugeben. Das ist eine tolle Aufgabe und auch ein toller Gedanke, den du da teilst. Wie sieht so eine Meditation denn aus? Also für mich klingt das jetzt erstmal danach, du sagtest, du hast drüber nachgedacht, du hast versucht, dich reinzufühlen emotional. Kannst du das noch konkretisieren? Total. Also ich würde sagen, am besten fängt man an mit der 0815-Meditation, die man mit einem simplen Google-Aufruf findet. Das heißt, man holt sich ein sogenanntes Mantra, also ein Wort, mit dem man nichts verbindet. Und das wiederholt man ganz stumpf die ganze Zeit. Also jetzt nimmt man sich irgendein Wort. Mein Vater hat immer gerne Iamon genommen, das Wort. Und dann sagst du dir, verschränkten Arm auf einem roten Sitzkissen und Räucherstäbchen immer wieder Iamon, 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 ist das bescheuert? Iamon, was tue ich da? Iamon, ich sollte etwas Nützliches tun? Iamon, so ein Schwachsinn. Das ist der innere Dialog, der dann startet, gerade als Meditationsanfänger. Und das ist absolut in Ordnung. Dieser innere Monolog ist nämlich gleich eine zweite Übung. Während wir also diese dämliche Aufgabe machen, ja, diese 0815-Meditation, dann beobachten wir jetzt einfach mal, was für Gedanken wir haben. Und das waren jetzt die Gedanken, ist das dämlich? Das funktioniert nicht und ich sollte etwas Nützliches tun. Und indem man sich jetzt plötzlich über diese Gedanken Gedanken macht, verliert diese Meditation sozusagen völlig jeden Wert. Also wir urteilen nicht mehr. Und wir machen uns einfach nur Gedanken über uns selbst, ohne zu urteilen. Ich würde sagen, das ist ein guter Einstieg in Meditation. Und was hat sich vielleicht konkret heute Morgen für dich geändert? Also von, als du angefangen hast, als Anlass vielleicht diese Mail oder wenn ich es auch richtig verstanden habe, meditierst du auch jeden Tag. Was ändert sich dadurch für dich vom Beginn der Meditation zum Ende der Meditation? Es sind zwei Dinge.
einen Gedanken von einem Menschen zu verstehen und es ist eine andere Sache, einen Gedanken zu nehmen und das Gefühl, das uns der Mensch versucht zu vermitteln, zu berühren und zu begreifen. Was ich damit sagen will, ist, wenn du deinem Gegenüber wirklich zuhören willst, dann hilft es manchmal, kurz die Fresse zu halten, auf sich selbst zu hören und mal diesen Satz, wenn man schon merkt, dass der wertvoll ist, zu reflektieren. Was sich dadurch ändert, ist, dass ich, vielleicht kennst du den Film Inception. Oh ja, ja. Ein saustarker Film. Oh ja. Und schon, ne? Man merkt sofort, dass in dem Film eine richtig wertvolle Botschaft drin ist. Und die Botschaft ist, dass eine Idee, ich will ihn jetzt nicht spoilern, den Film, was man nur sagen kann, ist, dass eine Idee, wenn sie sich einmal in dein Gehirn eingepflanzt hat, unglaublich mächtig ist. Und ich habe ein bisschen in deinen Podcast auch reingehört, Marc. Du bist ja auch ein Vertreter von klaren Zielen setzen, von Vision. Ja, absolut. Gell? Und man kann sich eine Idee oder eine Vision einpflanzen, genauso wie ein Gefühl. Und genau das mache ich mit Meditation. Jetzt habe ich heute nicht nur die E-Mail gelesen. Ja, ich habe diese Kritik nicht nur verstanden und starte jetzt, keine Ahnung, mit einem neuen Programm und schreibe jetzt die News anders und teile das meinem Vater mit, wir müssen alles ändern, sondern ich habe diesen Gedanken jetzt in mir drin eingepflanzt und ich kann jetzt auch wieder vergessen. Das heißt, ich muss mich jetzt nicht jede Sekunde damit beschäftigen, dass wir in den letzten Jahren vermeintlich alles falsch gemacht haben und meine Handlungen werden sich jetzt automatisch nach diesem Gedanken ausrichten, ohne dass ich da jetzt noch jede Sekunde drüber nachdenken muss. Du sprichst, und da greife ich schon ein bisschen vor, du hast ja ein Buch geschrieben mit dem Titel Arsch hoch beginnt im Kopf. Und dieses Thema, einen Gedanken einpflanzen, das ist, meine ich, so im letzten Drittel des Buches besprichst du dieses Thema auch. Was heißt denn das eigentlich, einen Gedanken einpflanzen? Jetzt sagst du, dann passiert das automatisch, dass du dein Handeln danach ausrichtest. Das klingt ja jetzt erstmal zu schön, um wahr zu sein. Wieso ist das so? Und wie würde man sowas denn zum Beispiel auch nutzen können, um den Arsch hochzukriegen? Gerade jetzt, wo der Podcast erscheint, Anfang des Jahres, sind wahrscheinlich viele Menschen, die zuhören, noch total motiviert, haben ihre Neujahrsvorsätze, vielleicht schon sind dabei, die umzusetzen. Und was wir ja aus der Beobachtung wissen, glaube ich, wenn zumindest alle, die mal im Fitnessstudio Mitglied waren oder auch die Laufstrecke beobachten, ist, dass dieser Run auf das neue, gesunde Leben bei vielen Menschen dann so nach 2-3 Monaten wieder in Vergessenheit gerät. Das klingt ja erstmal danach, als könnte ich hier sozusagen mir selbst noch Rückenwind geben, indem ich einen Gedanken einpflanze und vielleicht dann auch über diese Phase hinaus weiter dranbleibe. Das ist vollkommen richtig. Zunächst mal ist zu sagen, wir machen das die ganze Zeit, ohne dass wir es mitbekommen, weil das Gehirn so funktioniert. Also es gibt ein altes Modell, wie das Gehirn funktioniert. Irgendein Impuls kommt rein, das Gehirn fängt an zu rechnen, der Körper macht irgendwas und wir handeln entsprechend. Also zum Beispiel der Impuls ist Schmerz. Ja, jetzt passiert irgendwas im Gehirn, Neuronenfeuerwerk, die Muskeln zittern, keine Ahnung, und wir rennen zum Beispiel weg. Das ist ein sehr altes Modell, ja. Die Wissenschaft ist mittlerweile weiter. Die Wissenschaft weiß, wir sind in jeder Sekunde in einem anderen Zustand und jeder Zustand ist anders als der Zustand davor. Und wir haben natürlich, wenn du jetzt jeden Zustand wie so ein Dia speichern würdest, hätten wir ja Billionen, Billiarden, Trillionen, Trilliarden verschiedene Zustände bereits hinter uns. Und das Gehirn hat zwei Möglichkeiten. Das Gehirn kann entweder auf solche, also zum Beispiel auf Schmerzen reagieren, auf Feedback von der vermeintlichen Realität. Oder das Gehirn kann auf eigene Vorhersagen, auf eigene Zukunfts-, auf eigene Weissagungen reagieren. Was ich damit sagen will, ist, das Gehirn versucht in jeder Sekunde die Zukunft ein bisschen vorherzusehen. Und kann jetzt entweder durch zum Beispiel Schmerz auf eine Vorhersage reagieren und sagen, die Vorhersage wäre falsch, verdammt, das muss ich speichern. Oder das Gehirn reagiert auf die eigene Vorhersage und sagt, das, was ich denke, was in der Zukunft passiert, das wird auch eintreffen. Das heißt, in jeder Sekunde ist es so, dass wir von Dingen geleitet werden, die vermeintlich nicht echt sind, nicht real, die einfach nur Gedankennebel oder Neuronenstürme im Gehirn sind. Ja, das Gehirn unterscheidet da einfach nicht. Und das Problem ist, dass wir, glaube ich, unterschätzen, wie häufig sowas vorkommt, wie viele Millionen verschiedene
Sätze und Glaubenssätze wir am Tag einspeichern und einpflanzen und danach richten wir uns. Und so lernt man Fahrrad fahren, so lernt man Boxen, so lernt man Gewichte heben, so lernt man laufen. Genauso funktioniert das Gehirn. Und im Laufe unseres Lebens pflanzen wir uns allerdings auch negative Glaubenssätze ein. Solche Dinge wie ich bin schwach oder ich bin dumm oder alle Menschen sind dümmer als ich. Ja? Und wenn wir solche negativen Glaubenssätze nur oft genug wiederholen, ja, dann werden die unser Handeln unbewusst kontrollieren, ohne dass wir es mitbekommen. Und jetzt, um auf dein Beispiel einzugehen, Januar, Vorsätze, ich will jetzt jeden Tag laufen gehen, klassisches Beispiel. Wenn man sich nicht mit den negativen Glaubenssätzen zunächst einmal auseinandergesetzt hat, wenn man sich nicht mit den Dingen konfrontiert, die einen unbewusst steuern, dann wird es natürlich sehr schwierig, plötzlich sein Leben auf den Kopf zu stellen und was völlig anderes zu machen, weil uns diese negativen Glaubenssätze ja auch kontrollieren. Das heißt, Meditation hilft, diese inneren Glaubenssätze aufzudecken, sie herauszunehmen, anzuschauen und zu sagen, was muss ich tun, um diese Glaubenssätze zu ändern und dann mit meinen Neujahrsvorsätzen zu starten. Ich würde immer erst die Meditation und die Konfrontation mit diesen inneren Glaubenssätzen voranstellen. Ich würde ganz gern an dem Punkt gleich später nochmal einhaken, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, der jedem, der zuhört, auch helfen kann, dieses Jahr mit Leichtigkeit dran zu bleiben an dem, was du dir vorgenommen hast. Uli, wir sind jetzt schon ganz tief eingestiegen und ich würde ganz gern vorher nochmal zur Einleitung auf dich zu sprechen kommen. Wenn dich jemand fragt, was machst du denn eigentlich so beruflich, was antwortest du da? Ich bin freischaffender Lehrbeauftragter bei der größten privaten Hochschule Deutschlands, das ist die FOM. Ich doziere in München. Das Modul heißt Entscheidungsorientiertes Management. Und ich bin auch Angestellter in unserem Familienunternehmen, der Strunz GmbH. Und wir vertreiben seit 20 Jahren Nahrungsergänzungsmittel. Das bin ich. Entscheidungsorientiertes Management, das klingt ja spannend. Gibt's da Überschneidung zu dem Thema Motivation, zum Thema Arsch hochkriegen, was du eben auch jetzt in deinem Buch thematisierst? Ja, klar, eine Menge sogar, weil dieses Modul lebt von der Psychologie und lebt davon, wie der Mensch wirklich funktioniert und nicht, was uns irgendwelche ökonomischen Modelle vermeintlich sagen. Ja. Ein Kernaspekt der Entscheidungsfindung ist, nehmen wir mal irgendeinen Menschen, der sein Leben lang mit mutierten Riesenhasen konfrontiert wurde, ja, die alle aussehen wie Kängurus, die gleiche Farbe haben, auch so rumhüpfen wie Kängurus. Es sind aber keine Kängurus, ja. Und dieser Mensch hat 20 Jahre lang nur gute Erfahrungen mit diesen komischen Riesenviecher gemacht und war noch nie in Australien, reist jetzt nach Australien, sieht zum ersten Mal in seinem Leben ein echtes Känguru, das genauso aussieht und sich genauso verhält wie all diese komischen mutierten Riesenkaninchen. Dann würden alle Modelle sagen, dieser Kerl wird diesem Tier positiv gesonnen sein, also eine positive Einstellung haben. Und was man aus Experimenten weiß in der Entscheidungstheorie ist, dass es überhaupt nicht so sein muss. Es kann aus irgendwelchen komischen Gründen sein, dass der jetzt plötzlich sagt, also Kängurus sind überhaupt nicht sympathisch. Und das nennt sich Valence Weighting Bias. Ist ja wurscht, wie man es nennt. Es ist einfach nur ein Beleg dafür. Es ist nicht absehbar, wie sich der Mensch verhalten wird. Und im Management hat man ja trotzdem Interesse daran, Entscheidungen zu treffen, kluge Entscheidungen zu treffen. Und da geht es natürlich auch Mitarbeiterführung und Motivation. Und ich versuche irgendwie auch die Dinge, die ich in meinem Leben begriffen habe, damit einzubauen und nicht nur auf graue Theorie zu verweisen. Das sollte jetzt nur ein Beispiel sein, wie verrückt der Mensch tatsächlich ist. Das heißt, die gleiche Situation, die exakt gleiche Situation objektiv gesehen, wird von zwei verschiedenen Menschen völlig unterschiedlich, auch emotional bewertet. Absolut. Und deswegen versuche ich immer, Emotionen und Gefühle zu trennen. Über Emotionen kann man sich unterhalten. Über Emotionen, da gibt es schöne Begriffe und diese Begriffe sind gut erforscht. Über Gefühle rede ich ungern, weil Gefühle, du kannst die Gefühle deines Gegenübers nicht wissen. Du kannst nicht wissen, was dein Gegenüber fühlt, weil die Gefühle sind so unterschiedlich, wie jede einzelne Schneeflocke von jeder einzelnen Schneeflocke sich unterscheidet. Und es gibt davon, ich will gar nicht wissen, wie viele Schneeflocken schon gefallen sind. Und jede ist anders und genauso das Gefühlserleben eines Menschen. Richtig. Wie differenzierst du denn die beiden Begriffe Emotionen und Gefühle? Viele denken jetzt wahrscheinlich, Moment, das sind
ist ein Teekesselchen sozusagen. Zwei Begriffe für das Gleiche. Da würde ich gerne auf Professor Lisa Feldmann-Barrett verweisen. Die habe ich auch in meinem Buch zitiert. Ich bin ein Riesenfan von ihr und die hat ein Buch geschrieben auf Englisch, das heißt How Emotions Are Made. Und sie schreibt da auch im Buch, dass man zwischen Gefühl und Emotionen trennen muss. Und wenn es, jetzt wird es eben magisch, wenn du versuchst, Gefühl zu definieren, oder besser gesagt, wenn du versuchst, Emotionen und Gefühl klar voneinander zu trennen, dann müsstest du ja genau definieren können, was Gefühle sind. Kannst du aber nicht. Du kannst Gefühle nicht in eine Schachtel stecken und sagen, das sind Gefühle. Weil wir wissen zwar alle, wovon wir reden, wenn wir Gefühl sagen. Wir wissen alle, was es bedeutet, sich ängstlich zu fühlen oder Liebe zu empfinden oder Abneigung zu empfinden. Aber wir wissen aber auch, dass wir das nicht in eine Schachtel stecken können. Sobald wir das nämlich tun, reden wir von Emotionen. Und Gefühl ist etwas, das kann jeder von uns erfahren, das kann jeder Einzelne von uns entdecken. Nur es jetzt in eine Schachtel zu stecken und da dann wissenschaftlich dran zu arbeiten, das halte ich für falsch, weil Gefühle so unterschiedlich sind. Es ist so ein bisschen so, wie wenn ich sage, ich habe blaue Augen, ja, und trotzdem hat jeder eine andere Augenfarbe. Es gibt halt unendlich viele Blau-Varianten. Genau, richtig. Perfekte Analogie, genau. Uli, du bist ja Sportler. So, ich habe dein Buch gelesen, du gehst regelmäßig laufen, du machst Kampfsport. Wie kam das denn eigentlich? War das schon immer so? Also Laufen war für mich schon immer etwas, also am Anfang zumindest etwas, was ich machen muss. Dann ist es etwas geworden, was ich machen kann. Und mittlerweile ist Laufen für mich auch kein Sport mehr, sondern, naja, wenn man 20 Kilometer am Stück laufen kann und das auch gerne mal bergauf, dann ist Laufen für mich einfach nur eine Möglichkeit, möglichst viel in kurzer Zeit erfahren zu können. Ich kann sagen, ich will heute einfach mal um den Tegernsee laufen. Ich kann einfach am Gardasee einfach mal 2-3 Stunden bergauf laufen und entdecke die verrücktesten Sachen. Also das ist das Geile am Laufen. Kampfsport muss ich jetzt gleich einwenden. Ich gehe mal davon aus, dass von deinen Hörern eine Menge Kampfsportler dabei sind. Und ich will hier nicht prahlerisch rüberkommen. Ich habe 2018 mit Kampfsport angefangen. Ich habe da reingeschnuppert. Ich habe Brazilian Jiu-Jitsu probiert. 150 Stunden, also 150-60 Minutenstunden. Und Thai-Boxen, ungefähr 120 Stunden. Also ich bin für einen Kampfsportler definitiv ein Anfänger. Ich bin kein blutiger Anfänger. Ja, zum Laufen bin ich natürlich gekommen durch meinen Vater. Also das war ansteckend. Und der Kampfsport, das ist eine Riesen-Story. Ich weiß nicht, ob dich das interessiert, ob ich da ein bisschen ausholen darf. Total. Also ich knüpfe so ein bisschen an deine Schilderung aus dem Buch an, weil du ja auch da beschrieben hast, dass es für dich auch eine gewisse Hürde gab, damit anzufangen. Also dass es so bestimmte Dinge gab, auf die du eigentlich gar keinen Bock hattest, so. Und ich glaube, jeder von uns kennt das, wenn man irgendwie neu anfängt. Ich weiß noch, als ich mit Laufen angefangen habe, ich habe schon ein paar Mal erzählt, ich war der größte Laufhasser überhaupt. Ich konnte mir damals nicht vorstellen, warum jemand freiwillig laufen geht, länger als 100 Meter. Und dann war ich 2 Jahre Soldat und da mussten wir laufen und am Anfang habe ich es gehasst. Und es war wirklich so, als hätte jemand nach 2 Monaten ungefähr einen Schalter umgelegt und dachte so, das ist ja total geil. Das fühlt sich ja total gut an. Und ich habe es damals gemacht, weil ich es musste, so, weil ich ein anderes Ziel erreichen wollte. Und du hast es aber aus dir selbst heraus sozusagen erreicht. Und ich glaube, so ähnlich habe ich es auch wahrgenommen beim Kampfsport. Und ich glaube, du hilfst ganz vielen, wenn du deinen Weg dahin auch beschreibst, weil die vielleicht gerade an einer ähnlichen Situation sind. Also zum Laufen muss ich auch klar, ganz, ganz, ganz klar sagen, dass es bei mir am Anfang eher so eine Pflicht gewesen ist und dass mir nicht unbedingt viel Spaß gemacht hat. Und wie bei dir auch, es hat Klick gemacht und plötzlich war Laufen geil. Und ich habe es verstanden als etwas, hey, ich kann machen, was ich will mit meinen Beinen. Ich kann so lang laufen, wie ich will. Ich kann bergauf laufen, ich kann erforschen, was ich möchte. Und zum Kampfsport, mein Gott, das muss man sich mal vorstellen, ohne Kampfsporterfahrung, ich habe mich meinem ganzen Leben noch nie geprügelt. Mit 30 Jahren und 66 Kilogramm bei 1,80 Meter, ne? Also ein Hämpfling, ein Lauch sozusagen, fange ich an mit Brazilian Jiu-Jitsu. Also die Leute, die zuhören und das Ding kennen, diesen Kampfsport, die wissen genau, oh Gott. Weil das ist Bodenkampf, das ist Vollkontakt. Und im Gegensatz zum Thai-Boxen, ja, also klassisch Knie, Low-Kick gegen die Wade, in die Fresse hauen, kannst du da natürlich nicht Vollgas geben beim Thai-Boxen. Du kannst ja dein Gegenüber nicht schwer verletzen. Aber beim Brazilian Jiu-Jitsu, da kannst du Vollgas geben. Das ist das Geile an diesem Kampfsport. Du kannst
sofort Hebel anwenden, Würgegriffe, du kannst Würfe anwenden, du kannst enormen Druck mit deinem Körper bei deinem Gegner ausüben, auf die kurzen Rippen, was höllisch weh tut, besonders wenn du so wenig Muskelmasse hattest wie ich. Und das Krasseste ist, mich haben 14-jährige Kinder sowas von fertig gemacht. Ich war 30 Jahre alt, ich hatte keine Chance. Da waren Jungs dabei, die deutlich schmäler waren als ich, auch in der Zeit, wo ich dann langsam Muskelmasse aufgebaut habe. Die haben mich fertig gemacht. Das nagt an deinem Ego. Das ist so unglaublich. Dieser Sport vernichtet in den ersten 3 Monaten erstmal dein Ego. Mit Ego meine ich so, oh Gott, ich will mit dem nicht jetzt Brazilian Jiu-Jitsu machen, weil der macht das, der ist 14 Jahre jünger als ich, das sieht aus wie eine Bohne und macht mich platt. Ich habe 4 Wochen nicht trainiert, oh Gott, der andere hat jeden Tag trainiert, der ist jetzt auf einmal besser als ich. Ich will mit, also solche Geschichten, die dich damit beschäftigen, das wird erstmal komplett zerstückelt, weil sonst stehst du das nicht durch. Und ich kann jedem nur ans Herzen legen, der Angst hat, oh Gott, ich habe nicht genug Muskeln oder ich habe Übergewicht, ich bin zu alt. Quatsch. Brazilian Jiu-Jitsu kann man anfangen und es lohnt sich. Ich müsste jetzt viel zu sehr ausholen. Ich glaube, man merkt es an meiner Stimme, wie begeistert ich von diesem Sport bin. Und ja, also das ist ein Sport, der in den USA riesengroßer Trend ist und ich glaube, der kommt so langsam nach Deutschland rüber. Wie bist du denn damit umgegangen? Nehmen wir mal die ersten Stunden oder den ersten Monat. Da hast du ja erstmal gemerkt, okay, ich kann hier gar nichts, ja, im Vergleich zu anderen. Was hat dich da motiviert, weiterzumachen? Es ist ein bisschen eigenartig zu erklären, weil mein Freund Christian, der mich dazu gebracht hat, es mal auszuprobieren, hat mir gleich gesagt, pass auf, die ersten 3 Monate werden beschissen. Du wirst die simpelsten Übungen nicht nachmachen können. Du wirst dir dauernd denken, Gott, bin ich dumm. Du wirst bei den Aufwärmübungen, wo du deine Hüfte einsetzen musst, nicht so elegant über die Matte kommen. Du wirst aussehen wie ein plumper, nicht eleganter Wurm. Du wirst die Gruppe aufhalten, das wird peinlich sein. Und trotzdem habe ich das gemacht. Und das Geile ist, und da kann ich Christian nur recht geben, er hat gesagt, du wirst selber nicht mal wissen, warum du diesen Sport machen willst. Ich kann mittlerweile, glaube ich, eine Antwort geben. Was Brazilian Jiu-Jitsu macht, ist, du begreifst, dass Körper und Geist tatsächlich eine Sache sind. Wenn bei einer Übung läuft es im Brazilian Jiu-Jitsu folgendermaßen ab, ein Schwarzgurt, ein Braungurt oder ein Lilagurt, jemand, der das schon seit Jahren macht, zeigt dir eine Übung, zeigt dir einen Hebel, zeigt dir einen Wurf, was auch immer, und dann machst du ihn nach und du wirst es nicht hinkriegen, gerade am Anfang. Und denkst dir so davor noch, ja, das sieht doch einfach aus, kriege ich doch easy hin, kann ich mir in meinem Kopf vorstellen, wie das aussehen muss. Und plötzlich merkst du, nur weil du etwas im Kopf kapiert hast, heißt das noch lange nicht, dass du es umsetzen kannst. Und das nagt an deinem Selbstbewusstsein. Und das Geile ist, dein Selbstbewusstsein wird sowieso vernichtet in den ersten 3 Monaten. Das heißt, es nagt nur an dir. Und es nagt nicht mehr an deinem, sage ich mal, Ego. Und dann ist es eine ganz andere Geschichte. Dann ist es etwas, damit beschäftigst du dich die ganze Nacht, den ganzen Tag damit, denkst dir, warum habe ich diese Übung nicht geschafft? Ich probiere sie das nächste Mal aus. Und dann probierst du sie aus und irgendwann klappt sie. Und dann ist das ja nur eine kleine Handbewegung und sie klappt das erste Mal. Und vielleicht besiegst du nach 2 Monaten sogar deinen ersten Gegner. Und dann ist dieser kleine Mini-Erfolg für dich enorm geil. Und das macht süchtig. Ich kriege jetzt direkt Bock, auch mal Brazilian Jiu-Jitsu zu machen. Du wärst eine Maschine mit deinem Körper, mein Gott. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war vor ein paar Wochen, jetzt wo wir es aufnehmen, also im Januar ist das schon ein bisschen länger her, war ich in den USA auf einem Seminar. Und das war so ein Seminar in Räumen, wo wir gesessen haben. Aber einer der Teilnehmer ist der Begründer des Spartan Races. Also diese sowas wie Tough Mudder, nur halt eine andere Brand sozusagen, solche Hindernisläufe, wo man aus seiner Komfortzone rauskommt. Der macht jeden Morgen Sport, eine Dreiviertelstunde, Stunde. Und der hat halt angeboten, hey, lass uns zusammen Workout machen am Strand. Das war halt an der Küste. Also haben wir uns morgens um 7, also und andere Teilnehmer, wir waren so eine Gruppe von vielleicht 20, 25 Leuten. Ich habe da mitgemacht um 7 Uhr. Ich bin eher so vom Tagesrhythmus eine Eule. Also es war ein bisschen früh für mich. Und ich dachte mir, naja, ich mache ja Sport regelmäßig. Und wir haben völlig anders trainiert, als ich das so gewohnt war. Und der krönende Abschluss dieses Workouts war, dass wir in der Brandung Burpees gemacht haben. Es war wirklich, und ich dachte zuerst, das meint er jetzt nicht ernst, oder? Und ich bin da so richtig gescheitert bei diesem Workout. Also
Das ist immer wieder interessant und das Gefühl hinterher war trotzdem großartig und ja, war was ganz Besonderes. Also ja, Brazilian Jiu-Jitsu habe ich gar keine Erfahrung mit. Begeistert mich gerade total, was du da erzählst. Und ich glaube, dass diese Erfahrung lässt sich ja auch so schön übertragen auf andere Sportarten. Du hast auch, da schreibst du auch in deinem Buch darüber, wie du mit dem Laufen angefangen hast. Und da ist ein Punkt, der mich total auch berührt hat, ist dieses Gefühl von Scham, das du empfunden hast bei einer Laufeinheit oder das dir bewusst geworden ist vielleicht erst bei einer Laufeinheit. Und ich glaube, das ist etwas, womit sich viele auch identifizieren können. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, im Fitnessstudio zu trainieren. Also es war auch gleichzeitig, naja, zumindest der Einstieg ins Training mit Geräten, mit Lang- und Kurzhanteln. Und ich habe nur die anderen trainierten Leute da gesehen. Und ich glaube, das war auch das Gefühl, was ich empfunden habe, weil ich dachte so, die sind ja alle so fit und ich nicht. Wie empfiehlst du, mit sowas umzugehen? Zunächst mal ist zu sagen, das weiß ich seit einer Konferenz in Rom, da ging es um Neurowissenschaften, dass es einmal hilft zu wissen, warum der Mensch so schadenfroh ist. Der Mensch ist nämlich von Natur aus schadenfroh und er kann gar nicht anders. Der Mensch muss schadenfroh sein. Das ist ein evolutionärer Vorteil, ja? So komisch das klingt. Und ich hatte angefangen zu laufen oder wieder richtig zu laufen 2013 und da hatte ich 94,5 Kilo bei 1,80 Meter Körpergröße und ich glaube 25% Körperfett und meine Oberschenkel haben sich gerieben, ja. Und ich muss ausgesehen haben wie so ein kleiner, so ein kleiner Kloß halt und hatte natürlich auch das Gefühl der Scham. Ja, also ich bin gejoggt, ich habe mir gedacht, mein Gott, wenn jetzt da irgendwelche Leute rumlaufen und mich sehen, ich muss echt drollig aussehen. Das ist alles völliger Quatsch. Es ist self-fulfilling prophecy. Wenn ich mich jetzt nämlich nach meiner Scham richte, dann fange ich plötzlich an, meine Joggingroute zu ändern. Ich mache es mir einfach schwerer. Das hilft einem aber manchmal nicht. Und mir hat das auch nichts geholfen, zu wissen, dass meine Scham Quatsch ist. Es hilft vielleicht erstmal zu wissen, ja, der Mensch ist schadenfroh. Ja, der Mensch macht sich über Menschen lustig. So ist es eben. Und was mir persönlich geholfen hat, war erstmal mich mit dem Gedanken zu konfrontieren, warum empfinde ich denn eigentlich Scham? Es ist ja nicht so, als ob jetzt jeder, der mich da sieht, gleich sagt, mein Gott, schaut der drollig aus, ja, mit seinen Beinen, die sich aneinander reiben, oder mein Gott, du fängst an, mit Kurz- und Langhandeln zu trainieren, stellst dich am Anfang jetzt nicht so geschickt an, wie die Profis da im Gym. Dann kann es schon sein, dass der ein oder andere jetzt ein bisschen schmunzelt, aber na und, so ist der Mensch eben. Und meistens kommt dieses Schamgefühl her, dass, weil du einen inneren negativen Glaubenssatz hast, der sowas in der Art ist, wahrscheinlich wie, ich kriege ja eh nichts gebacken oder ich ziehe das ja eh nicht richtig durch oder mein Körper, der schaut nicht gut aus. Und ich würde damit folgendermaßen umgehen. Ich würde in die Vergangenheit zurückgucken und ein Szenario finden, das diesen inneren Glaubenssatz ganz klar widerlegt. Beispielsweise, wenn jetzt der innere Glaubenssatz ich krieg's eh nicht gebacken. Dann füttert dieser negative innere Glaubenssatz meine Scham und dann gucke ich in die Vergangenheit und finde ein Szenario, wo ich ganz eindeutig was richtig gut gemacht habe. Ja? Und es ist wichtig, dass ich ein Szenario finde, wo das eindeutig ist, damit ich da auch wirklich selber dran glaube. Und dann weiß ich, okay, es stimmt nicht. Ich kann Dinge gut gebacken kriegen. Und dann ist es halt einfach immer nur eine Frage der Zeit. Und genauso war es bei mir. Ich habe 4 Tage war ich joggen, ja, mit dicken Beinen 2013. Und schon nach 4 Tagen war dieses Schamgefühl komplett weg. Es geht also auch relativ schnell. Das kann ich garantieren. Wie komme ich denn jetzt, und das ist, glaube ich, ein ganz guter Anknüpfungspunkt auch zu dem, was du anfangs gesagt hattest, wie komme ich jetzt meinem negativen Glaubenssatz am besten auf die Schliche? Wenn du dich erinnerst, ich habe ja eingehend mal demonstriert, was Meditation bedeutet. Also das Wiederholen von einem Mantra. Das Mantra kann ein Wort sein, das Mantra kann ein Gefühl sein. Es ist am Anfang am besten ein Wort, gerade wenn man Meditationsanfänger ist. Und dann startet natürlich der innere Monolog. Ja, also man versucht das Wort zu wiederholen und plötzlich denkt man an die Einkäufe, die noch anstehen oder an den Vorgesetzten, der einen gestern angepflaumt hat, irgend sowas in der Art. In der Regel allerdings denkt man eher sowas wie, das kann nicht funktionieren, Meditation ist Bullshit. Man denkt an indische Elefanten und an Räucherstäbchen, so ein Quatsch. Dann ist es wichtig, dass man sich jetzt diese Gedanken rauspflückt und überlegt, was denke ich in diesem Moment? Ich denke in diesem Moment, Meditation ist Quatsch und zum Beispiel Meditation kann nicht funktionieren und
ich sollte etwas Sinnvolles machen. Okay, dann schaue ich mir nicht nur die Gedanken an, sondern auch, wie sich diese Gedanken in mir anfühlen. Beispielsweise der letzte Satz, ich sollte etwas Sinnvolles tun. Wie fühlt sich dieser Satz an? Warum fühlt sich dieser Satz in diesem Moment richtig blöd an? Also, ich sollte etwas Sinnvolles machen, fühlt sich richtig scheiße an. Warum denn eigentlich? Wenn ich zu mir sage, ich sollte etwas Sinnvolles machen, dann ist das ein guter, ein wertvoller Gedanke, der absolut wahr ist. Aber er fühlt sich in diesem Moment nicht gut an. Ha! Jetzt, das ist so, das nennt sich kognitive Dissonanz. Also immer, wenn du einen Satz sagst in dir selbst, der eigentlich was Gutes transportiert, sich aber scheiße anfühlt, dann ist das so ein Hinweis, dass dahinter vielleicht ein negativer Glaubenssatz stecken kann. Und da kannst du jetzt weiter dran graben. Und ich habe in meinem Buch versucht, mit 27 Übungen einen roten Faden aufzubauen, dass man diesen negativen Glaubenssätzen auf die Schliche kommt und dass man mit diesen kleinen, simplen Techniken, die kannst du überall machen. Die kannst du mit offenen Augen machen. Du kannst am Klo meditieren, du kannst am Schreibtisch meditieren, du kannst während der Kaffeepause auf dem Weg zur Cafete meditieren. Mit diesen simplen Techniken kannst du diesen negativen Glaubenssätzen auf die Schliche kommen. Und ich würde sagen, ein guter Hinweis ist kognitive Dissonanz. Also eine positive Aussage, ein positiver Satz, der an sich wertvoll ist und das Gefühl ist schlecht. Hast du noch mal ein Beispiel jetzt vielleicht, dass der Zuhörer einfach für sich nach diesem Gespräch oder drückt jetzt vielleicht einfach mal auf die Stopptaste und probiert das aus. Was auch immer du gerade machst, wenn du auf dem Fahrrad sitzt, dann klappt es vielleicht erst hinterher. Aber so ein Beispiel von diesen Übungen, die sich vielleicht eignet, weil ich glaube, viele Menschen sind sich gar nicht so bewusst, dass es in uns drin diese innere Stimme gibt und die hält eigentlich nicht an, irgendwas zu sagen oder irgendwie einen Senf dazu zu geben und der auch mal Aufmerksamkeit zu schenken. Absolut. Ich war auch Teil dieser Gruppe an Menschen, die sich darüber nie Gedanken gemacht hat, weil man auch sehr gut durchs Leben kommt, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Ja, wenn du dir dein Leben lang keine Gedanken über die Dinge machst, die dich unbewusst steuern, dann werden diese unbewussten Dinge dich irgendwann auffressen. Das heißt, du wirst irgendwann ein Roboter sein. Und solche Menschen werden von Coaches aus den USA auch gerne als Talmenschen bezeichnet. Das ist ziemlich traurig. Also unbewusste Mechanismen, die uns steuern, das ist Teil der gegenwärtigen Wissenschaft und macht jetzt auch in Deutschland in Konzernen die Runde. Man spricht jetzt mittlerweile von intrinsischen Motiven. Da gibt es mittlerweile sehr viele Seminare bei Daimler. Ich weiß nicht, ob ich Firmennamen sagen darf, aber bei allen großen deutschen Konzernen gibt es mittlerweile Seminare, wo man sich mit seinen intrinsischen Motiven beschäftigen muss. Das sind jetzt fancy Worte, ja, intrinsisches Motiv. Mein Gott, wie gesagt, das Gehirn funktioniert so. Das Gehirn baut Muster auf die wir uns verlassen können. Das ist ja auch wichtig. Wenn du dir in jeder Sekunde Gedanken machst, wird der Boden unter meinen Füßen jetzt zusammenkrachen beim nächsten Schritt oder nicht, dann wird das Leben ziemlich aufwendig sein. Und weil wir halt irgendwann sagen, wenn der Boden sich einigermaßen fest anfühlt, dann kann ich davon ausgehen, dass der Boden unter meinen Füßen definitiv mich nicht zum Einsturz bringen wird. Und das sind diese intrinsischen Motive. Und da gibt es, wie gesagt, Millionen Beispiele. Man kann sich mal Gedanken machen, warum man eine heiße Herdplatte nur einmal anfasst und nicht zweimal. Solche Dinge werden abgespeichert. Und ich mache mir auch irgendwann keine Gedanken mehr darüber, ob ich eine heiße Herdplatte anfassen sollte oder nicht. Und genauso funktioniert das mit Dingen wie, also auch ein ganz berühmtes intrinsischer Ansatz ist, zu sagen, ich bin ein Opfer der Umstände. Und da gibt es ein richtig radikales Beispiel. Während meines Masterstudiums gab es ein Modul, das wurde von einer Frau geführt, ich habe den Namen gerade nicht mehr im Kopf, die wurde 20 Jahre von ihren Eltern missbraucht, körperlich, und hat sich in diesen 20 Jahren natürlich den inneren Glaubenssatz aufgebaut, ich bin ein Opfer, ich komme hier nicht mehr raus, ich habe keine Chance. Ganz klar, logisch, dass das passiert. Und sie hatte keine Möglichkeit mehr, irgendwie diesen mentalen, körperlichen Umständen zu entfliehen. Und dann hat sie etwas gemacht, was völlig abstrus klingt, und das hat sie uns erzählt. Sie hat gesagt, sie hat sich ihre Eltern ausgesucht und ist selbst schuld und verantwortlich dafür, was ihr in den letzten 20 Jahren geschehen ist. Und das hat mich total, also ich fand das so, wow, krass, was? Das hast du wirklich zu dir selbst gesagt? Also das zu machen, muss mental wahnsinnig aufwendig gewesen sein und Schmerzen ohne Ende bereitet haben. Nur was sie damit gemacht hat, ist, sie hat sich nicht mehr in die Opferrolle reingegraben. Sie hat gesagt, jede Handlung bin ich selbst verantwortlich. Und was sie gemacht hat, ist, sie hat diesen inneren Glaubenssatz, ich bin das Opfer meiner Umstände, ausgegraben, hat gemerkt, dass das
ihr überhaupt nicht hilft im Leben, hat das einfach mal um 180 Grad gedreht, was natürlich sehr radikal ist, ja, und das soll jetzt nicht bedeuten, dass das wirklich so ist. Sie hat es einfach gemacht und sie hat uns mitgeteilt damals, dass das ihr geholfen hat, aus diesem körperlichen und mentalen Missbrauch rauszukommen und wieder ein Leben aufzubauen, wo sie selbst die Zügel in der Hand hat und Kontrolle hat. Und das ist natürlich jetzt ein sehr radikales Beispiel, aber ich glaube, das ist so das bestmögliche Beispiel, um zu erklären, was im Extremfall intrinsische Glaubenssätze machen. Hast du eine einfache Meditationsübung, die dir einem helfen kann, einerseits solche Glaubenssätze aufzudecken, die man überall durchführen kann? Absolut. Erste Übung, wiederhole schweigend ein Wort. Zweite Übung, beobachte die Gedanken, die jetzt dabei entstehen. Und beobachte auch, in welcher Reihenfolge. Manchmal ist die Reihenfolge auch interessant. Und dann beobachte, wie sich diese Gedanken anfühlen. Das sind jetzt zwei Übungen. Die erste Übung, wiederhole schweigend ein Wort. Die zweite Übung ist, beobachte deine Gedanken. Mache dir Gedanken, wie sie sich anfühlen. Und die dritte Übung ist jetzt, decke die negativen Glaubenssätze auf, indem du dir Gedanken darüber machst. Zum Beispiel hatten wir vorhin gesagt, ich sollte etwas Sinnvolles tun. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie sich das anfühlt, haben festgestellt, es fühlt sich nicht schön an. Und jetzt ist die dritte Übung. Finde ein Szenario aus deinem Leben, das wirklich passiert ist, woran du glaubst, was diesen negativen Glaubenssatz widerlegt, ganz klar widerlegt. Zum Beispiel der innere Glaubenssatz, ich bin dumm, ich krieg nichts gebacken. Das habe ich mir zum Beispiel gedacht im ersten Semester meines Masterstudiums. Und ich hatte eine Aufgabe, eine Seminararbeit zu erledigen. Und habe einfach mal mein Wissen aus meinem vorangehenden Studium genutzt, das war Wirtschaftsinformatik, und habe zum ersten Mal in meinem Leben frei gedacht. Das klingt jetzt ein bisschen gemein, also ich will jetzt nicht der Universität vorwerfen, dass sie mir das freie Denken nicht ermöglicht hat, aber wenn man so ein bisschen über Schule und Studium nachdenkt, dann ist es meistens so, du lernst was auswendig und kotzt das einfach raus. Und während des Masterstudiums habe ich mir dann einfach gesagt, hey, ich tue jetzt mal so, als ob ich selbst ein Wissenschaftler bin und baue etwas auf und habe meine Seminararbeit entsprechend einfach aus eigenen Gedanken aufgebaut. Und das, was dabei rausgekommen ist, das fand ich geil, das war von einem Intuitionsforscher genauso wortwörtlich hingeschrieben auf Englisch und war Teil des US Army Trainings, wenn es darum geht, eine Situation richtig zu beurteilen. Und ich so, wow, krass, das haben zwar schon andere Leute entdeckt, ich habe jetzt einfach nur das Rad neu erfunden, aber ich habe gemerkt, geil, ich kann etwas Nützliches aufbauen. Und plötzlich hat es meinen inneren Glaubenssatz, den ich dann 2-3 Wochen drauf aufgedeckt habe, vollkommen widersprochen. Und genauso, das ist die dritte Übung. Finde etwas aus der Vergangenheit, was einem negativen Glaubenssatz ganz klar widerspricht. Bumm, drei Übungen. Also nochmal, erste Übung, wiederhole schweigend ein Wort. Zweite Übung, mache dir Gedanken über deine eigenen Gedanken, wie sie sich anfühlen. Und dritte Übung, wenn du eine kognitive Dissonanz feststellst, suche in der Vergangenheit ein Szenario, wo eindeutig klar ist, das stimmt nicht. Und schon bist du drauf und dran, deinen inneren negativen Glaubenssatz durch diese drei simplen Übungen den Chaos zu machen. Vielen Dank schon mal für die Übung. Es gibt noch eine andere Technik, die du erwähnst, und zwar eine Mentaltechnik, die du die Außenansicht nennst. Die kann einem auch gut beim Training helfen. Magst du da ein bisschen drauf eingehen? Was ist das für eine Technik? Wann hilft sie im Training? Also zunächst mal Außenansicht hat vielleicht jeder schon mal erlebt. Ich hatte 2017, 2016 ein nicht schönes Erlebnis. Das war ein Aquaplaning-Unfall. Und war krass. Also ich bin erstmal in die Leitplanke rein und von der Leitplanke dann rückwärts gegen einen LKW. Und ich wusste, okay, wenn ich jetzt gegen den LKW knall, in die Seite, dann kein Stress. Das werde ich überstehen. Wenn jetzt aber der LKW in meine Seite reinfährt, dann war es das halt. Und irgendwie, obwohl sowas ja in Sekundenbruchteilen geschieht, hat es sich so angefühlt, als ob ich dann eine Minute lang drüber nachgedacht hätte. Und ich habe mich aus der Seitenperspektive gesehen. Ich habe mich quasi von außen gesehen, wie ich da jetzt sitze, meine damalige Freundin neben mir. Und das ist ein Out-of-Body-Experience, was in sehr, sehr krassen Situationen manchmal passieren kann. Nicht schönes Ereignis, aber
man kann diese Technik, also was dahinter steht, auch fürs Training nutzen tatsächlich. Das ist das Coole daran. Man hat nämlich in einer Studie festgestellt, dass wenn sich Personen, die Hanteltraining machen, auf die Hantel selbst konzentrieren und auf die Bewegung an sich, ja, also diese Hantel und den Arm als einen neutralen Gegenstand betrachten und jetzt sich einfach mal nur auf die Hantel selbst konzentrieren, dass sie dann besser abschneiden, als wenn sie sich auf das Gefühl konzentrieren, das entsteht, wenn man diese Hantel bewegt, also diesen Schmerz beispielsweise. Und dahinter steht, dass man quasi sein eigenes Ich auflöst, dass man nicht mehr darüber nachdenkt, was bin ich eigentlich und was empfinde ich, sondern dass man sich selbst als Teil der Welt sieht. Das klingt jetzt philosophisch, aber das ist auch erforscht, schon seit 2016 hochaktuell mit einer Studie mit LSD von einem der berühmtesten Journals, das PNAS. Und das ist eines der krassesten wissenschaftlichen Journals der Welt. Und die machen halt Tests mit LSD. Ich will jetzt hier niemanden zum Drogenkonsum anspornen, ganz im Gegenteil eigentlich. Nur manche Menschen brauchen ja auch den wissenschaftlichen Beweis und das finde ich auch in Ordnung. Manche Menschen glauben nur an das, was messbar ist, einverstanden. Und diese ethischen wissenschaftlichen Analysen mit LSD beweisen, dass sich das Ich auflösen kann, wenn zwei Hirnregionen, die eigentlich dafür zuständig sind, dass wir uns an Dinge erinnern und räumliches Denken haben, wenn die nicht miteinander reden, dann löst sich plötzlich das Ich auf. Das kannst du in der Meditation genauso gut machen. Du musst jetzt nicht LSD nehmen. Und diese Außenansichtsübung, ja, dass man jetzt sagt, okay, ich laufe jetzt einfach mal 10 Kilometer, mir tut alles weh, scheiße, es geht gerade bergauf, was mache ich jetzt, was kann ich tun, dass es mir nicht ganz so weh tut, dann hilft es, sich von außen zu betrachten. Das muss man üben. Ja, das fällt auch nicht vom Himmel. Und was man da im Prinzip tut, ist, man betrachtet sich sozusagen als Gegenstand von der ganzen Welt. Man löst sein Ich auf und plötzlich wird es alles einfacher. Und ich glaube, viele Zuhörer nicken gerade und viele Sportler machen das auch regelmäßig. Das ist jetzt auch nichts Neues. Ja. Das sind Jahrtausende alte Techniken. Das heißt, auch die Anstrengung fühlt sich dann nicht mehr so anstrengend an, wenn man in der Situation ist. Ich glaube, du hattest das auch beschrieben, wo du noch weiterlaufen wolltest und einfach fertig warst. Und dann hast du dich von außen beobachtet und auf einmal ging es nochmal. Das war Kilometer 26 bei meinem ersten Marathon und auch mein einziger bisher, traurigerweise. Na, immerhin. Glückwunsch. Naja, mal. Steht aber noch an. Also. Aber gut, keine Ausreden, ich will jetzt darüber reden. Das war Kilometer 26 und ich habe Kilometer 26 nicht in Erinnerung aus der normalen Innenperspektive, wie wir halt die Welt so wahrnehmen. Ich sehe mich da von außen. Also das ist sau komisch. Ich weiß nämlich, bei Kilometer 26, da ging es mir so sau gut. Und plötzlich, bumm, 26 Kilometer, irgendwas ist passiert, keine Ahnung. Der ganze Körper hat sich scheiße angefühlt. Und ich hatte das geübt zum Glück, so wie du. Ich habe den Marathon am Strand geübt. Ich habe in der Bullenhitze und im Strand mich auf Marathon vorbereitet, weil ich wusste, okay, im Strandjoggen ist deutlich schwerer als auf Asphalt und habe da im Strandtraining die Übung geübt, was sagen meine Oberschenkel? Was ich damit meine ist, die Oberschenkel beim Laufen, die meckern eigentlich am wenigsten, die Oberschenkel halten am längsten durch. Die Füße tun weh, einverstanden, die Lunge tut weh, klar, das Gehirn meckert. Die Unterschenkel, die Waden tun weh, vor allem wenn du Vorfuß im Strand läufst. Aber die Oberschenkel sagen eigentlich immer, Alter, kein Stress, ich stehe immer noch, lauf weiter, überhaupt kein Problem. Und ich habe mich da nicht aufs Gefühl oder auf den Schmerz konzentriert. Ich habe so getan, als ob ich der Oberschenkel wäre. Das ist so ähnlich wie diese Hantelübung. Ich habe so getan, als ob meine Oberschenkel ein Ding wären. Und das habe ich dann gemacht bei Kilometer 26. Bumm, Außenperspektive angeschaltet und komischerweise, ich glaube, das war so das Runner's High. Es ging, glaube ich, in die Richtung. Und sehe mich dann wie von so einer Drohne, die über mir fliegt. Also das ist meine Erinnerung von 26 bis, ich sag mal, gut 4 Kilometer vor dem Ziel hat es dann echt nochmal wehgetan. Also sage ich mal, Kilometer 26 bis, keine Ahnung, 38. Komplett Außenperspektive. Du hast, und das beschreibst du in deinem Buch auch, innerhalb von 6 Monaten 20 Kilo abgenommen. Ganz schöne Menge. Wie hast du es hingekriegt? Das war kurz vor Silvester, also kurz vor dem 31.12.2012, ein Gespräch mit meinem Vater gehabt. Und
Mein Vater hat einen inneren negativen Glaubenssatz von mir angefasst. Das können, glaube ich, nur sehr wenige Menschen. Und mein Vater ist ziemlich gut in NLP, neurolinguistisches Programmieren. Das heißt einfach bloß, du kannst dich in andere Menschen reinversetzen und, sage ich mal, Salz in die Wunden streuen. Und das hat er in dem Moment gemacht, aber es ist mein Papa. Ja, ich weiß, er macht nichts, um mir zu schaden. Und aus dem Grund habe ich mir Gedanken gemacht, wie mein Leben aussehen würde, wenn ich jetzt so weiterlebe. Also ich habe zu der Zeit sau viel Lasagne gegessen, Pizza jeden Tag. Ich habe gesoffen, ich habe in Bamberg studiert, ich habe geraucht, obwohl ich Asthmatiker bin. Also ich habe eigentlich alles falsch gemacht und das auch noch als Strunzsohn, ja. Weil mir das immer wieder gesagt wird, ja, du bist der Strunzsohn, wie kannst du dich so ernähren? Und es war mir alles so scheißegal, ich war so ein typischer Millennial. Und naja, und ich habe mir Gedanken gemacht, okay, ich schaue euch aus in 5 Jahren, wenn ich so weiterlebe, und das hat mir überhaupt nicht getaugt, wie ich dann aussehe. Und habe das Bild geändert. Jetzt sind wir wieder bei Gefühl einpflanzen, bei innere negative Glaubenssätze aufdecken. Ich war zum Glück ein bisschen equipped mit Meditationstechniken noch aus meiner Kindheit. Und bumm, habe das geändert, habe das Gefühl geändert, wie es sich anfühlen muss, wenn ich in 5 Jahren dastehe und sage, hey, so will ich sein, das ist geil, damit bin ich zufrieden. Und was ich dann konkret noch gemacht habe, war, okay, 6-mal die Woche laufen, 30 Minuten, nicht super kompliziert eigentlich. Und was ich auch gemacht habe, 9 Tage am Stück nur Eiweißpulver getrunken. Ich will jetzt hier keine Werbung für unsere Produkte machen. Ich denke mal, da könnte man jetzt jedes Eiweißpulver nehmen, das auch noch andere Dinge, also die wichtigen Aminosäuren, Vitamin C, B-Komplex und sowas drin hat. Das war so eine Art Heilfasten für mich. Das ist für den Darm scheiße, ja, ganz klar, keine Ballaststoffe. Ich war nur der Ansicht, ich muss jetzt mal diese ganzen Kohlenhydrate und diesen ganzen Gift und diesen ganzen Müll aus meinem Körper rausschwemmen und brauche vielleicht auch so einen radikalen Ansatz wie die Frau, die 20 Jahre von ihren Eltern missbraucht wurde. Und das hat mir total gut getan. Ich habe 9 Tage nichts anderes gegessen, in Anführungszeichen, als Eiweißpulver-Shakes mit Wasser. Wollte das eigentlich 10 Tage machen, ich habe es aber nicht länger durchgehalten. Und ich habe dann gefressen. Also ich habe wirklich 4 Monate lang jeden Tag wahnsinnig viel gegessen, aber no carb. Und nicht, weil ich irgendwie an no carb glaube oder an low carb glaube oder an Paleo oder was gibt's denn noch an schieß mich tot Diät, sondern einfach, weil mein Körper gesagt hat, ich brauche jetzt Gemüse, ich brauche jetzt Fleisch, ich brauche jetzt das und das und das. Ich habe einfach auf meinen Körper gehört. Und ich habe jeden Tag Sport gemacht. Und was dann dazu auch noch, sorry, dass ich so lange aushole, aber das sind alles wichtige Dinge davon. Ich habe auch mir Gedanken darüber gemacht, sag mal, okay, du bist zufrieden mit deinem Leben, aber das, was du gerade machst, Masterstudium Wirtschaftsinformatik, macht dich das wirklich glücklich? Ja? Oder machst du dir da nur was vor? Und plötzlich, wie von selbst, habe ich alles in meinem Leben auf den Kopf gehauen. Also ich bin umgezogen, ich habe Masterstudium Wirtschaftsinformatik abgebrochen, ich habe Masterstudium kreatives Management angefangen an der Hochschule Ansbach. Ich bin umgezogen, wie gesagt. Ich habe mich viel mehr um die Firma gekümmert. Alles hat sich geändert. Und das war wie von selbst. Und ja, nebenbei habe ich halt noch abgenommen. Coole Geschichte. War aber nie großes Ziel eigentlich. So in einem Satz gesagt, du hast dich im Ziel gesehen, ja? Also als gesunder, fitter Mensch. Und auch gefühlt, wie sich das anfühlt in dem Moment. Und hast dann mit Laufen angefangen und in der ersten Woche dann wirklich nur Eiweißshakes mit Wasser? Wirklich nichts anderes? 100%ig nichts anderes. Also sogar 9 Tage, ja. 9 Tage nur Eiweißshakes mit Wasser. Und im Nebensatz nochmal, ja, klar, da habe ich keine Ballaststoffe zu mir genommen. Da freut sich der Darm nicht, aber der Darm wird es überleben. Also sorry, die Darmflora wird sich danach auch wieder aufbauen. Und danach hast du dich satt gegessen, immer nur halt mit viel Gemüse und möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln, habe ich es richtig verstanden? Genau, richtig. Ich habe natürlich auch so einen Leitgedanken gehabt, Low Carb, No Carb. Mhm. Ich habe Kohlenhydrate gemieden, das ist schon wahr. Mittlerweile würde ich das anders angehen, damals habe ich es aber genauso gemacht. Und wie ernährst du dich jetzt? Du bist ja gut in Form. Man sieht, du bist gesund und fit. Also gerade in der Zeit, wo ich Brazilian Jiu-Jitsu gemacht habe, da habe ich Kohlenhydrate gegessen. Ich konnte nicht anders. Ich glaube, das hängt auch immer ein bisschen davon ab, was man gerade macht. Ich bin kein großer Freund von Nudeln, muss ich dir ehrlich sagen. Ich bin kein Freund von gekochten Kartoffeln, von Reis, eigentlich auch nicht. Aber ich bin da mittlerweile nicht mehr ganz so streng, weil
weißt du, ich sehe mittlerweile so viele super trainierte Jungs, super trainierte Mädels, die fantastische Körper haben, die im Kopf fit sind, die nett sind, die super cool drauf sind und die essen Reis, ja, die essen Nudeln, die essen Kartoffeln. Und ich bin da nicht ganz so streng, wie das vielleicht manchmal auf strunz.com rüberkommt. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man den Zucker ein bisschen, ja, runterschraubt und dass man ihn auch verbrennt. Und wenn man Sport macht und damit verantwortungsbewusst umgeht, dann kann man ja auch Kohlenhydrate essen. Und das hat ja auch Strunz immer gesagt, wer auch immer Strunz sein soll, mein Vater oder ich oder die Firma. Jetzt haben wir es doch mitbekommen, Marc, Marathon unter 2 Stunden. Und der Typ, der frisst ja nur Kohlenhydrate, der isst diesen Maisbampf oder was die da unten essen. Aber der rennt ja auch den ganzen Tag, der macht ja nichts anderes als Sport. Also deswegen bin ich kein Freund von, es ist wie mit Gedanken, sobald du Gefühle versuchst, irgendwie mit einer Kategorie abzustempeln, dann wird es schwierig. Und auch so bei Ernährungskonzepten, sobald du sagst, Low Carb funktioniert immer oder No Carb funktioniert immer oder Keto funktioniert immer. Nein, es funktioniert nicht immer. Das ist vom Menschen abhängig. Und wenn ich jetzt einfach mal sagen soll, okay, Uli, keine Ahnung, kannst du mir einen Tipp geben? Dann würde ich sagen, ja, okay, schraub einfach mal die Kohlenhydrate auf null, schraub den Zucker auf null. Ist, wenn du jetzt Fleisch essen möchtest, Fleisch, meinetwegen Gemüse. Und guck mal, was passiert. Oder Mandelmus oder so, mehr Fett. Und wirst feststellen, ja klar, die Pfunde purzeln ohne Ende. Erstmal danke für diese Aussage. Da rennst du bei mir offene Türen ein. Bin auch kein Freund von diesem Kategoriendenken. Und das beschreibst du auch so schön, warum das so ein Erfolgsverhinderer ist, dieses Kategoriendenken. Magst du da nochmal drauf eingehen, warum denken wir Menschen so gerne in Kategorien, in gut und schlecht und in Paleo oder No Carb oder Low Carb oder High Carb, ja, also es gibt halt diese ganzen Kategorien auch in unserem Bereich, im Fitness, du kannst ins Training gehen, in jedem Trainingskonzept gibt es diese Kategorien, wo ist die Gefahr und warum machen wir das so gerne? Also immer, wenn ich mit jemandem spreche, der vermeintlich in solchen Kategorien denkt und so anspreche, sag mal, denkst du wirklich so in Schachteln? Dann kriege ich eigentlich immer zu hören, nee, also ehrlich gesagt nicht. Ich denke gar nicht in so Schachteln. Aber dieses Schachteldenken, das ist halt praktisch. Ja, da kann man was drüber schreiben und Leute, die das lesen, verstehen sofort. Oder Leute, die es hören, verstehen sofort. Also Kategoriendenken ist cool, wenn man Informationen schnell rüberbringen will, begreifbarer machen möchte. Der Mensch denkt nämlich gar nicht in Kategorien, der denkt in Analogien. Eine Analogie ist zum Beispiel, keine Ahnung, ich denke an Banane. Wenn ich an Banane denke, denke ich an gelb, denke ich an süß, denke ich an lecker. Ja, das sind Analogien. Wir denken nicht in Kategorien. Kategorien ist nur eine Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, mittels Schrift, Sprache oder auch hier mit dem Podcast. Ja, es ist einfacher, Dinge in Schachteln zu stecken, dann versteht sie der andere besser. Wobei ich sagen muss, ne? Gerade der Podcast ist eigentlich so spannend, weil jetzt kann ich hier auch mal ein bisschen ausholen, wie so eine Labertasche, ein bisschen mehr sagen als nur, keine Ahnung, bei strunz.com. Da versuchen wir uns immer auf eine Seite zu beschränken. Ja, hier kann ich ausholen und da merkt man auch schon, der Mensch denkt gar nicht in Kategorien. Und warum ist er ein Erfolgsverhinderer? Ganz einfach, man guckt sich mal an, wer ist aus deiner Perspektive, keine Ahnung, ein erfolgreicher Mensch? Und du liest einfach mal, was er so sagt, dann wirst du feststellen, Menschen, die erfolgreich sind, die sind anpassungsfähig. Die können gar nicht in so festen Glaubenssätzen denken. Die passen sich an. Also das heißt nicht, dass sie jetzt nicht einen inneren Glaubenssatz haben. Das bedeutet nur, dass sie sich klug und smart an die Umwelt anpassen, die sich ständig ändert. Das sehen wir ja schon. Was hat sich denn seit der Einführung des Internets, allein seit 1996, getan? Das ist ja völlig verrückt. Und wir müssen uns alle anpassen. Und ich glaube auch der Podcast, ja, diese neue, also für mich neu, für euch nicht, ne? Aber ich bin da so ein Anfänger. Seit Joe Rogan Elon Musk eingeladen hat und Jordan Peterson, ist für mich Podcast sau spannend geworden. Und das ist ja auch so ein Beweis. Mein Gott, die Welt ändert sich. Das Radio wurde neu erfunden und wir müssen uns anpassen. Und deswegen wird Podcast auch immer wichtiger. Und ja, das ist der Grund, warum Kategoriendenken Erfolg verhindert, weil es dich nicht anpassungsfähig macht oder smart anpassungsfähig macht. Ich habe noch mal eine Frage an dich für all diejenigen von uns da draußen, die jetzt sagen, Mensch, 2020 ist mein Jahr, dieses Jahr werde ich fit, ich starte jetzt durch, vielleicht bin ich schon angefangen und ich will, und da gibt es ja total spannende Statistiken zu,
dass eben so viele Menschen am Ende des Jahres ihre guten Vorsätze wieder in den Wind geschlagen haben. Und sei es jetzt, der Klassiker ist mit dem Rauchen aufhören, aber ganz viele nehmen sich eben auch vor, regelmäßig Sport zu machen, sich besser zu ernähren. Gibt es so vielleicht 2 bis 3 konkrete Tipps, die du jemandem mit auf den Weg geben kannst, der gerade auf diesem Weg ist oder den gerade angefangen hat zu gehen? Das Coolste ist natürlich, wenn man aufsteht in der Früh und richtig Lust hat, jetzt da rauszugehen bei, weiß ich nicht, -8 Grad und Schneefall und bei Dunkelheit zu joggen, gerade im Winter, ne? Also stellen wir uns doch einfach mal vor, dass wir jeden Tag so aufwachen würden. Und damit das realistisch ist, kann man sich ja mal Gedanken machen, warum soll denn so ein Gefühl im Kopf entstehen? Und warum so ein Gefühl im Kopf entstehen kann, ist zum Beispiel, weil wir wissen, dass wir eine Mission haben, weil wir ein Ziel haben. Wir haben zum Beispiel das Ziel, Nutzen zu generieren für unsere Mitmenschen da draußen. Wenn ich zum Beispiel um 8.30 Uhr eine Vorlesung habe in München, ich muss von Nürnberg aus losfahren, ich muss mich auf die Vorlesung vorbereiten, deswegen stehe ich dann meistens halt um, keine Ahnung, 4.30 Uhr, 5.30 Uhr auf, dann mache ich das gerne, weil ich richtig Bock auf dieses Modul habe und meine Klasse mir zuhört und ich feststelle, dass ich sie ab und an auch zum Lachen bringe bei so einem, sage ich mal, eher strengen Modul. Und ich habe eine Mission, die sinnvoll ist für mich. Ich versuche, meine Studierenden gut auf die Prüfung vorzubereiten und ihnen was mitzugeben. Und das motiviert mich, auch aufzustehen, wenn ich müde bin und nicht ganz so gut geschlafen habe. Nur, ich schlafe in letzter Zeit einfach verdammt gut. Warum? Weil ich eine Mission habe. Ich gehe ins Bett, bin mir meiner Mission bewusst, meines Ziels und weiß, das kann ich packen. Ich bin souverän, ich habe mein Skillset und ich kann da morgen reingehen, nicht perfekt vorbereitet, 80% vorbereitet, so wie dieser Podcast. Marc, das ist mein erster Podcast. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommen wird. Ich gehe da jetzt rein, habe mich gut vorbereitet, sicher nicht perfekt. Und genauso ist es mit den Neujahrsvorsätzen. Mach dir eine Mission, wo du einfach fest davon überzeugt bist, du hast das Skillset davon und du stehst dahinter und generierst Nutzen. Und das motiviert dich, in jeden Morgen aufzustehen. Und damit sowas entstehen kann, hilft dir Meditation. Dazu gehört, okay, gibt es vielleicht negative Glaubenssätze, die verhindern, dass du wirklich glaubst, dass du da das Skillset hast oder dass du wirklich daran glaubst, dass du anderen Menschen helfen kannst. Und manchmal gibt es innere Glaubenssätze, die einen das nicht ermöglichen. Zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich denkt, ich bin dumm, oder wenn man denkt, alle Menschen sind dumm, ja, dann hast du keine Motivation, anderen zu helfen. Dann hast du keine Motivation, überhaupt dich auf eine Bühne zu stellen und deine Gedanken mitzuteilen. Also mein konkreter Tipp, jetzt mache ich mal wirklich konkret Werbung für mich, aber ich bin der festen Überzeugung, dass meine 27 Übungen in meinem Buch da wirklich helfen können. Und wenn du sagst, ich habe keinen Bock, 14 Euro auszugeben für das Buch, kein Stress, geh auf strunz.com. Ich schreibe darüber auch. Mein Vater hat darüber geschrieben. Es gibt auch Amazon-Bewertungen über mein Buch, die sagen, ja, also was der Junior da hingeschrieben hat, das ist nichts Neues. Das hat der Senior schon vor 12 Jahren hingeschrieben. Wunderbar, dann gibt's das schon umsonst auf strunz.com. Und ja, vielleicht hilft das. Und ich bin der festen Überzeugung, das wird es auch, um die neueren Sätze nicht nur umzusetzen, sondern auch dranbleiben zu können. Das Coole an deinem Buch ist auch, dass es wirklich auf der einen Seite, ich habe das Buch gehört als Hörbuch und finde das Thema interessant, weil ich auch immer denke, hey, da kann ich nochmal was für meine Arbeit rauspicken, weil letztendlich geht's ja auch darum, dass ich in meiner Arbeit Menschen dabei helfen möchte, dran zu bleiben. Und das Coole ist, ich habe das Hörbuch gehört, innerhalb von 2 Tagen durch. So, und das schaffe ich sonst nicht, weil es einfach, ja, es war total spannend, weil du deine Geschichte halt erzählst als Geschichte. So. Und man nimmt halt automatisch diese Gedanken mit, diese Techniken mit. Und ich kann das nur bestätigen. Also ich fand das auch extrem hilfreich. Ich beschäftige mich mit diesem Thema Motivation, auch NLP. Ich habe eine Ausbildung zum NLP-Coach gemacht. Ich kannte viele der Punkte, die du beschreibst, und trotzdem fand ich es wahnsinnig interessant, weil es gibt, glaube ich, auch für Leute, die sich mit sowas schon beschäftigt haben, immer wieder diesen Moment, dass du halt merkst, oh ja, stimmt, das könnte ich ja auch mal wieder machen, weil ich glaube, das Thema Wissen ist ja das eine und das andere ist halt, das dann auch umzusetzen. Insofern hier auch von meiner Seite nochmal die Empfehlung, das Buch ist wirklich lesenswert, ist auch nicht allzu lang, ist schön kompakt und ideal eigentlich zum Durchstarten. Ich würde ganz gerne nochmal auf dich zu sprechen kommen, Uli. Gibt es irgendwelche schrägen Gewohnheiten, die du so hast? Du hast jetzt, wir sind jetzt zweit, ja? Wir sind okay. Ja ganz unter uns.
kannst du mir verraten? Ich habe einen richtig bunten Freundeskreis. Ich habe einen Freundeskreis, einen engen Freundeskreis, 7 Leute, sage ich mal, und jeder davon, ich habe jeden davon von Herzen gern. Und das sind, der eine kommt aus Ungarn, der andere aus St. Petersburg, der andere aus der Ukraine, beziehungsweise 2 davon. Der andere ist so ein richtiger Urfranke. Also ich habe einen total lustigen, schrägen Freundeskreis. Und obwohl die so schräg sind und so bunt, sagen die, der Uli ist ein selten komischer Vogel. Also ich habe drüber nachgedacht, was vielleicht Gewohnheiten sein könnten, die ungewöhnlich sind. Was vielleicht nicht unbedingt eine Gewohnheit ist, sondern eher ein Phänomen. Bei mir versagen elektronische Geräte. Also wirklich, das klingt jetzt komisch, aber meine Freunde sind alle nicht esoterisch angehaucht, ganz im Gegenteil. Die sind eher street smart und haben eine Menge Scheiße hinter sich und die würden an so einen Kram niemals glauben. Und die sagen, ey, ganz ehrlich, der Uli und elektronische Geräte, wenn das zusammenkommt, dann fangen die an, nicht mehr zu funktionieren. Und mittlerweile glaube ich das selber schon dran. Ich bin ja eh sowas von begeistert, dass heute alles funktioniert, hier mit dem ganzen Setup, mit dem Mikro und schieß mich tot. Aber ja, das würde ich jetzt noch sagen. Also es ist schon fast empirisch belegt worden, dass elektronische Geräte in meiner Gegenwart versagen. Okay, dann drücken wir die Daumen, dass das Gespräch hier noch funktionierend zu Ende bringt. Vielleicht ist ja dieser Podcast eine Widerlegung dieses Glaubenssatzes. Wer weiß. Ja, genau. Wo wir auch beim Thema Glaubenssätze sind, gibt es 1, 2, meinetwegen auch 3 Glaubenssätze, die du in den letzten 5 Jahren aufgelöst hast und wo du gemerkt hast, Mensch, die haben mein Leben total positiv verändert. Ja, auf jeden Fall eine Menge sogar. Wenn man negative Glaubenssätze aufgelöst hat, das ist das Komische daran, man, es ist schwer, sich daran zu erinnern, was einen jahrzehntelang vielleicht sogar dazu gebracht hat, sich blöd zu verhalten sozusagen. Ein definitiv negativer Glaubenssatz war, alle Menschen sind dümmer als ich, ja, was absoluter Schwachsinn ist. Ich habe gemerkt, dass jeder Mensch etwas hat in sich, was wertvoll ist, was in irgendeiner Art und Weise eine Idee sein kann zum Beispiel. Oder eine Erfahrung, die wirklich, wenn ich sie höre und wenn ich sie aus ihm rausbekomme, ja, mir weiterhilft. Das bringt, oder das die Folge davon ist, dass man anfängt, Menschen wieder wirklich zuzuhören. Und das ist der 2. negative Glaubenssatz, dass sich andere Menschen, die nicht unbedingt dümmer sein müssen, aber dass sich andere Menschen irgendwie schlechter verhalten als ich. Das heißt, ich urteile über andere. Und ich habe an mir selber beobachtet, dass ich immer weniger urteile über andere Menschen oder über Geschehnisse. Klassisches Beispiel Straßenverkehr. Fuck, wir hatten 16.000 Baustellen in Bayern jetzt. Das war Wahnsinn und da ist so viel passiert und man regt sich ja dann doch gerne auf, ne, als Autofahrer. Ich habe das an mir selber beobachtet, dass ich mich immer weniger aufrege und urteile über andere. Und ein nächster Glaubenssatz, würde ich sagen, der ist... Ja, das war der ursprüngliche Glaubenssatz. Ich bin dumm. Ich krieg nichts gebacken. Man wirft uns Millennials ständig vor. Ja, also Millennial bedeutet, glaube ich, geboren zwischen, nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube zwischen 1982, 84 bis 1996 oder sowas. 1984 bis 1996. Dass wir keine Verantwortung übernehmen wollen, dass wir immer nur gründen, aber dann die Firmen pleite gehen, weil wir nicht jeden Tag regelmäßig und hart arbeiten können. Lauter so Sachen. Und vielleicht ist da was dran. Vielleicht haben wir uns nicht tief genug mit unseren negativen Glaubenssätzen beschäftigt, weil wir nur noch an Dinge glauben, die hart messbar sind. Und ja, also ich merke, dass immer mehr Leute darüber sprechen, diese inneren Dinge aufzulösen und haben damit Erfolg. Hast du Vorbilder? Ja, ich würde sagen, aus der Physik kennt jetzt nicht vielleicht jeder, aber ich bin ein Riesenfan von der Quantenphysik. Das wäre Professor Susskind und Professor Penrose. Vor allem Professor Penrose, weil der hat was völlig Verrücktes gemacht. Gerade an jeden, der Mathematik hasst, saugeil. Der Professor Penrose hat gesagt, ich guck mal, ob es sinnvoll ist, vor den Urknall zu schauen. Was natürlich eigentlich Quatsch ist, weil vor dem Urknall, wie soll das gehen? Ja, der Urknall hat die Zeit definiert. Und was er gemacht hat, ist, er hat einfach nur geguckt, was die Mathematik einem mitteilt. Wen das interessiert von deinen Zuhörern, der hat einfach mal geschaut, was die Mathematik aussagt. Und man kann vor den Urknall schauen.
Denn sogar vor der Raumzeit, also vor dem, was auch immer Raumzeit definiert hat, gibt es immer noch etwas und das ist Kausalität. Es gibt immer noch Ereignisse, die du in eine Reihenfolge bringen kannst. Also klassisches Beispiel, beim Thai-Boxen kriege ich aufs Maul und lande in der Ecke. In diesem Universum, wo Raumzeit herrscht, kann ich jetzt eine genaue Aussage machen, wie lange das her ist, dass ich aufs Maul bekommen habe. Und ich kann auch eine Aussage darüber machen, wie viele Meter ich geflogen bin. Vor dem Urknall kann ich nicht sagen, wie lange das her ist oder wie viele Meter ich gefallen bin. Aber ich kann immer noch sagen, weil ich aufs Maul bekommen habe, bin ich in die Ecke geflogen. Und das hat, also bei mir hat das eine Menge Pforten geöffnet. Und das zweite Vorbild, würde ich sagen, ist Jordan Peterson. Weil Jordan Peterson, ich wette, deine Zuhörer kennen ihn alle, Professor Jordan Peterson aus Kanada, ein Psychologe, der ist sowas von mutig, der kämpft in der Familie mit Krebs, der hat es echt nicht leicht, der wird von so vielen Presseagenturen in die rechte Ecke geschoben, was ich total scheiße finde, was überhaupt nicht stimmt, und der diesem ganzen Strom entgegenhält und seine Message, die echt super positiv ist, versucht jedem zu vermitteln. Und also wer Jordan Peterson noch nicht kennt, der sollte sich echt mal angucken, was der mitteilt. Irre Person und ich habe einen wahnsinnigen Respekt vor ihm. Der war auch bei Joe Rogan. Und was ist seine Message? Seine Message ist, dass wir ein bisschen verloren haben, was eigentlich der Sinn im Leben ist. Und er sagt, der Sinn im Leben ist, dass wir verstehen, dass das Leben echt sauhart sein kann. Und dass es auch sein kann, dass wir, also der hat eher so einen klinischen, eher pessimistisch angehauchten Ansatz, aber ich finde, der ist echt gut. Der sagt, das Leben kann echt scheiße sein und unfair und es können echt wahnsinnig blöde Sachen passieren, aber trotzdem lohnt es sich immer noch dagegen anzukämpfen, weil was ist die Alternative? Die Alternative ist Hölle. Ja? Aber die Hölle, die ich mir selber mache, ist eine andere als die Hölle, aus der ich zumindest versuche, irgendwie rauszukommen. Es ist eine bessere Hölle, es ist ein besseres Leben. Und egal, was er anfasst, er versucht das auch mit simplen, umsetzbaren Regeln zu erklären. Er hat, ich glaube, 12 Regeln aufgestellt in einem netten Buch. Kann man sich mal angucken, finde ich echt stark. Und das ist seine Message. Verschenkst du gern Bücher? Nein, tue ich nicht. Okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. dann formuliere ich die Frage anders. Wenn du mal so zurückdenkst, die letzten 1-2 Jahre, gibt es da Bücher, die du gelesen hast, die dich besonders beeindruckt haben? Wenn ja, welche? Okay, das wäre die Analogie von Hofstadter. Der Autor heißt Hofstadter und der hat 2 Bücher geschrieben. Die Analogie und das andere ist Gödel-Escherbach. So, das ist ein Riesenschinken. Hat nicht jeder Bock drauf zu lesen. Dann gibt es von Maturana und Valera da geht es um Autopoesis. Ich komme gerade, der Baum der Erkenntnis. Doch, der Baum der Erkenntnis. Auch saugeiles Buch. Beide Bücher gehen so ein bisschen darum, wie das Ich entsteht. Also du und ich empfinden doch ein Ich. Ja, warum denn? Wir sind doch ein Molekülhaufen. Also das hat mich motiviert, das zu lesen. Und dann noch von Professor Lisa Feldman-Barrett, How Emotions Are Made. Wie kann es sein, dass sowas wie Emotionen zum Beispiel entstehen? Und da kam so ein bisschen raus, dass Emotionen die Folge unserer Handlung sind und nicht andersrum. Dass die Handlung nicht die Folge unserer Emotionen ist. Also diese 3 Bücher würde ich jetzt einfach mal pauschal empfehlen. Gibt es irgendwas, was dir in deinem Leben mal misslungen ist, was nicht geklappt hat, wo man vielleicht im ersten Moment sagen würde, das war ein Misserfolg? Das Versagen im Masterstudium Wirtschaftsinformatik. Ja, also ich war in der ersten Prüfung drin und das war eine 3.0 und ich bin da raus und habe mir gedacht, fuck, was für eine scheiß Prüfung, und ich passte irgendwie überhaupt nicht rein und habe mich nur noch über mich selbst aufgeregt, weil ich für die Prüfung echt gelernt habe. Das ist mein Lieblingsversagen, weil das war für mich so der Punkt auch zu sagen, ich habe da nichts verloren und es macht mich nicht glücklich. Und die Entscheidung, da auszusteigen und ein anderes Studium anzufangen, war goldrichtig im Nachhinein. Dein Buch heißt Arsch hoch beginnt im Kopf, und dass das der Fall ist, das haben wir, glaube ich, sehr gut auch mitgekriegt oder ein Gefühl dafür gekriegt, indem wir dir einfach zugehört haben, und du hast ja auch ein bisschen was von deiner Geschichte erzählt. Wer da noch mehr erfahren möchte, einerseits, ja, was Erfahrung angeht, was inspirierende Geschichten angeht, andererseits aber eben auch Techniken, die du selbst direkt anwenden kannst, wenn du vielleicht bisher ab und zu mal die Situation gehabt hättest, dass du den Arsch nicht hochgekriegt hast. Das kannst du ändern, und da gibst du viele sehr gute Tipps.
Wo findet man dich am einfachsten, wenn man dir folgen möchte oder in Kontakt mit dir treten möchte? Social Media benutze ich leider gar nicht, weder Instagram noch Facebook. Mich erreicht man tatsächlich am besten per E-Mail. Und das macht man, indem man einfach auf strunz.com geht. Da findet sich eine E-Mail-Adresse und da einfach sagen, es geht um XY, ich würde gern mit dem Ulrich in Kontakt treten. Und dann wird man die E-Mail sofort an mich weiterleiten und dann antworte ich drauf. Also ich antworte grundsätzlich auf jede E-Mail. Du hast das letzte Wort, Uli. Welche Nachricht würdest du, wenn du könntest, auf allen Smartphones da draußen aufpoppen lassen? Strunz.com. Sehr gut. Würde ich deswegen, weil ich total dahinter stehe, weil wir jeden Tag einen neuen News veröffentlichen und, oh Gott, mittlerweile tausende Nachrichten haben. Und da geht's immer Bewegung, Ernährung, Denken. Wir supporten andere, ja. Also wir haben ja auch dich zweimal erwähnt, aus gutem Grund. Mein Vater ist begeistert von deinem Konzept. Das muss man auch mal sagen, lobende Worte an dich. Ich habe in deinen Podcast reingehört. Alles, was du sagst, komplett kann ich nur unterstützen. Saugeil. Und zum Glück gibt's Leute wie dich. Ich habe morgen auch noch einen Podcast mit Ralf Bohlmann. Genau das Gleiche. Ich bin echt froh, dass so viele helle Köpfe den deutschen Podcast auch fördern. Und danke, Marc, dass du das mit so einer Energie auch machst und da dran bleibst. Also ich bin voll begeistert von deinem Buch auch und von deinem Konzept. Vielen, vielen Dank. Diese Folge wird ermöglicht von Yasio. Ich bin immer wieder überrascht, wie schnell meine Klienten Fortschritte machen, wenn sie sich ihre Ernährung erstmal bewusst machen. Und dabei hilft dir eine Ernährungstagebuch-App wie Yasio. Du erkennst unbewusste Muster in deiner Ernährung sofort und kannst sie frühzeitig verändern. Ich empfehle Yasio nicht nur deswegen, weil sie diesen Podcast ermöglichen und ich die App selbst verwende, sondern weil ich auch den Gründer kenne. Und ich weiß, dass die Jungs und Mädels, die dort arbeiten, wirklich mit Leidenschaft jeden Tag an dieser App arbeiten und sie von Woche zu Woche besser machen. Auf fmmapp.de, also fmmapp.de, bekommst du die App kostenlos. Und die Pro-Version, wenn du möchtest, zum halben Preis. Dieses Angebot gilt nur für Fitness mit Marc-Hörer, also geh auf fmmapp.de. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast@marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de/podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.